frischer Rosenkohl zu unseren Wildgerichten. Ein herrliches Wintergemüse, wie Carmen sagen würde. Rosenkohl, den gilt es zu putzen. Diese äußeren Blätter, wenn sie denn gelb sind, die nehmen wir dann immer gerne ab. Das geht ja ganz einfach. Die müssen halt sauber aussehen. Was ich immer gerne noch mache, ich schneide hier unten von dem Strunk noch ein bisschen was weg, aber so, dass die Blätter jetzt nicht runterfallen, ist es mir wichtig, dass wir hier am Strunk immer einmal über Kreuz einschneiden. Ihr müsst euch vorstellen, hier sind hier nur lockere Blätter, aber der Strunk ist ja immer das härteste bei diesem Rosenkohl. Deswegen schneide ich den über Kreuz ein. Ich zeige es gerne nochmal. Einfach, wenn wir ihn geputzt haben, über Kreuz einmal reindrücken, das kleine Messer. Das ist hier überhaupt kein großes Problem. Das geht ruckizucki. Und ihr werdet merken, wenn ihr den Rosenkohl so vorbereitet habt, mit diesem kleinen Schnitt, dass der nach dem Blanchieren wunderbar gleichmäßig durchgegart ist und ihr habt nicht irgendwie einen verkochten Rosenkohl, an einer Stelle noch irgendwie hart ist. Probiert es mal aus. Schreibt mir, was ihr davon haltet, ob es euch gefallen hat, ob es euch geholfen hat, würde mich sehr interessieren. Wenn der Rosenkohl so vorbereitet ist, wollen wir ihn blanchieren. So, wir haben kochendes, sprudelndes Wasser. Da geben wir ein bisschen Zucker hinein. Zucker beim Rosenkohl halte ich persönlich für wichtig, weil der Rosenkohl hat immer so eine bittere Note. Ich gebe auch eine ordentliche Portion Salz hinein. Bei dem Blanchieren möchte ich jetzt vermeiden, dass der Geschmack vom Rosenkohl im Wasser hängen bleibt, dass wir praktisch den Rosenkohl auslaugen. Wenn unser Blanchierwasser schön gesättigt ist, das heißt schön nach Zucker schmeckt und nach Salz, dann gibt der Rosenkohl nicht so furchtbar viel Geschmack ab. Gleichzeitig würzen wir ihn schon ganz leicht für diese kurze Garzeit. Wenn das Wasser sprudelnd kocht, kommt der Rosenkohl hinein. Auf die Frage, was bedeutet eigentlich blanchieren, sagen viele Gäste, kurz in heißes Wasser. Vollkommen richtig, wenn wir Spinat blanchieren. Der Rosenkohl, Karotten, Steckrüben, was auch immer, unsere schönen Wintergemüse, wenn wir die blanchieren wollen, die brauchen immer ein bisschen länger. In der Zwischenzeit, wo der Rosenkohl blanchiert, wollen wir Speck und Zwiebeln vorbereiten. Natürlich geht dieses Rezept für unsere lieben Vegetarier auch ohne Speck, lasst ihn halt weg. Wenn wir Speck auslassen wollen, geben wir in eine trockene Pfanne ein bisschen Speck hinein. Wir geben jetzt dazu einen ordentlichen Schluck Wasser. Darf der das? Werde ich immer wieder gefragt. Eine schöne Geschichte. Ich habe es gerne, wenn der Speck schön geschmeidig ist. Deswegen gebe ich jetzt eine ordentliche Menge Wasser dazu. Carmen, schau noch mal eben herein. Ich meine, dass wir das in dem Film mit den Semmelknödeln schon mal gemacht haben. Und ihr seht schon, das Wasser sorgt dafür, dass der Speck so herrlich auskocht. Sobald das Wasser verdampft ist, geben wir die Zwiebeln dazu. Es fängt schon so ein bisschen an, wieder an zu knistern. Ich warte drauf, bis die letzte Pfütze Wasser verschwunden ist. Und ihr habt das jetzt gut vor Augen. Ihr seht, dass der Speck deutlich gar geworden ist, ohne dass er jetzt ziemlich hart und knusprig geworden ist. Speck darf auch mal etwas weicher sein. So, hört mal. Ich gehe mal dichter ran. Ah ja, es knistert ein bisschen. Das heißt, die Pfanne ist wieder trocken. Und da geben wir jetzt fein geschnittene Zwiebeln dazu. Ungefähr 1:1. Und auch die werden mit angeschwitzt. Wie erkenne ich jetzt, dass der Rosenkohl gar ist? Ganz einfacher Trick. Ihr nehmt einen raus, probiert ihn so, wie ihr ihn haben wollt. Die einen mögen es ein bisschen fester, die anderen mögen es ein bisschen weicher. Das bestimmt ganz alleine ihr. Ihr nehmt einen heraus, probiert ihn. Das gleiche habe ich eben getan. Und wenn der aus dem heißen Fond, kochenden Fond kommt, sofort in Eiswasser. So, ist der Rosenkohl abgeschreckt? Ist der blanchiert, vorgegart und abgeschreckt? Machen viele immer wieder den Fehler, dass sie einfach sagen, der liegt jetzt hier schön kalt. Nein, tut er nicht. Er liegt zwar kalt, aber er laugt aus. Deswegen diesen Rosenkohl sofort vom Wasser wieder abgießen. Sobald er kalt ist, Wasser weg. Wichtig. Speck und Zwiebeln sind angeschwitzt. Unser blanchierter Rosenkohl, der kommt da jetzt hinein. Das Ganze schwenken wir ein bisschen an. Aufpassen mit Salz beim Würzen, weil der Speck ist schon salzig. Und wir haben auch beim Blanchieren schon ordentlich Salz und Zucker dran gehabt. Deswegen jetzt erstmal ohne versuchen. Ich gebe immer ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer dazu. Frisch gemahlene Muskatnuss dazu. Fertig. Jetzt wollen wir ihn mal probieren. Jetzt suche ich mir mal einen, der nicht so groß ist, Carmen. Warum Tiefkühltruhe? Carmen, wie teuer war dieses Bündchen? 1,39. 1,39.
Mit Rotkohl zusammen kriege ich da 4 Personen von satt. Halb Rosenkohl, halb Rotkohl. 1,39. Rotkohlrezept wird eingeblendet. Ich habe euch furchtbar lieb. Danke fürs Zuschauen. Schaut wieder rein. Wir melden uns. Ciao. Thank you.